Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Heute drehe ich für euch einen Tag, und zwar den Klischees-Tag. In dem geht es darum, dass man einen Satz bekommt, also so einen Klischeesatz, und den dann auf Bücher anwendet. Und er hat 10 Fragen bzw. 10 Sätze. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal an. So, das erste ist: Actions speak louder than words. Also Worte, nein, ist überhaupt nicht wahr. Taten sprechen mehr als Worte. Ja. Ein Buch, das nicht so gut sein kann oder nicht so gut war wie die Filmadaption. Wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, habe ich noch nie ein Buch gelesen, das dann zum Film wurde, weil ich lese noch nicht so lange und so halb Mainstream-Dinger lese ich sowieso nicht, von daher, keine Ahnung. Aber ich habe mir überlegt, dass die Verfilmung von den Luna-Chroniken von Marissa Meyer nicht so gut sein kann, wie das Buch ist. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil die Luna-Chroniken toll sind. Ich glaube, den Charakteren kann gar nicht Rechtes getan werden. Ist das so? Ist das korrektes Deutsch? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nicht für alle perfekte Schauspieler gibt, obwohl ich schon ein paar im Auge habe. Ich dachte für Wolf vielleicht Derek Hale oder für Scarlett, wie heißt die Frau? Holland Roden. Beide von Teen Wolf. Ich glaube, das wäre sehr gut. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Buch so gut sein kann. Nein. Dass der Film so gut sein kann, wie das Buch war, weil das hier ist einfach ein Meisterwerk und ich wollte nicht schon wieder. Und ich wollte nicht schon wieder Six of Crows hochhalten. Weil das nervt selbst mich mittlerweile. So, die zweite Frage ist: The grass is always green on the other side. Also das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und das ist eine Rags to Riches oder Riches to Rags Story, also eine vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom Millionär zum Tellerwäscher Geschichte. Und da habe ich drüber nachgedacht und ich habe ehrlich gesagt nicht viel gefunden, weil ich nicht viel lese, wo man so wirklich dann reich wird oder so. Ich weiß nicht, ich habe das schwer gefunden. Und deswegen habe ich mich für 2 Bücher entschieden. Erstmal das eine, Winner's Curse. Einfach weil Aaron Geld bekommt, also das ist wirklich so. Und bei Kestrel psychisch sehr viel dazulernt, also wird sie war praktisch früher geistig arm und dann ist sie geistig reich. Und dasselbe gilt für Ivy Westfall aus The Book of Ivy von Amy Engel oder halt The Heart of Ivy, so heißt es auf Deutsch, aber ich würde euch empfehlen, das auf Englisch zu lesen, weil es nicht weiter übersetzt wurde. Ja, hier, das ist eine super Dialogie, guckt ihr euch mal an, die sind super dünn und sehr gut, finde ich. Ja, und ich finde, Ivy lernt auch richtig viel dazu, einfach weil sie in die Geschichte startet als ein Mädchen, das alles glaubt, was ihr Vater ihr sagt, beziehungsweise ihr Vater und ihre Schwester. Und im Laufe des Buches lernt sie für sich selbst zu denken und das macht sie dann reich, habe ich mir gedacht. Na, ein bisschen gecheatet habe ich, Entschuldigung. Die dritte Frage ist: The apple doesn't fall far from the tree, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. A parent-child relationship you loved, also eine Familie, eine Eltern-Kind-Beziehung, die ich geliebt habe. Und da habe ich mich, wer eine meiner letzten Reviews gesehen hat, weiß da Bescheid, für Dante und, also Aristoteles und Dante Discover the Secrets of the Universe von Benjamin Alia Science entschieden, weil hier die Eltern eine riesengroße Rolle spielen in der Geschichte. Also die sind sehr präsent, nicht so wie bei vielen anderen Contemporaries, wo die einfach nicht da sind. Also die waren wirklich da und dann, finde ich, waren das auch noch gute Eltern. Also natürlich hatten die ihre Probleme, nicht jeder Elternteil ist perfekt, natürlich nicht. Aber man hat denen richtig angemerkt, wie sehr die ihre Kinder lieben und die hatten ein super Verhältnis zu denen. Und immer wenn die da waren, habe ich mich gefreut, weil es immer tolle Unterhaltung zwischen den beiden gab, beziehungsweise zwischen Dante und seinen Eltern und Ari und seinen. Und ja, das hier war eine super Eltern-Kind-Beziehung. Dann Nummer 4. You can't judge a book by its cover. Du kannst ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen. A great book that needs a better cover. Also ein super Buch, das ein besseres Cover braucht. Und da habe ich mich für Alba und Seven, Vertraue niemals der Erinnerung von Natasha Neegan entschieden. Weil das Buch ist wirklich gut. Ich habe es noch nie irgendwo gesehen, weder im englischsprachigen noch im deutschen Raum. Aber Leute, es ist so gut. Das würde ich auch irgendwann mal nochmal rereaden, glaube ich. Ich glaube, das wäre cool, weil es sich auch leicht lesen lässt. Und es ist nicht so, dass das Cover hässlich ist. Ich halte es mal ein bisschen näher. Seht ihr, es ist nicht hässlich. Aber es ist halt, erstmal sagt es nichts über die Geschichte aus.
Und dann ist es halt auch irgendwie, weiß ich nicht, es ist nichts Besonderes, es sagt nichts aus. Ich wünsche mir da ein besseres Cover. Oh, Nummer 5. You can't please everyone. Du kannst es nicht jedem recht machen. A book you hate or love that everyone else hates or loves. Das Buch, was ich mir ausgesucht habe dafür, dass ich es hasse und jeder andere liebt es, ist Fallen Kingdoms von Morgan Rhodes. Ja, das habe ich angefangen. Ich habe ganze 116 Seiten geschafft und dann musste ich abbrechen. Dieses Buch hat mich so auf die Palme gebracht. Ich habe es gehasst und ich kann den Hype darum nicht verstehen. Und ein Buch, das ich liebe und alle anderen hasse. Es ist nicht so, dass ich es über alles liebe und es ist auch nicht so, dass alle anderen es hassen. Aber ich habe mich jetzt für This is Not a Love Story von Holly Byrne entschieden. Einfach weil das Einzige, was ich davon gehört habe, war relativ negativ bis egal. Also ich glaube, ich habe eine 3-Sterne-Bewertung oder so davon gesehen. Und von mir hat es 5 bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das gelesen, als ich noch super nett bewertet habe. Ich glaube, jetzt wären es nur noch 4 oder so. Aber ich fand die Geschichte cool. Ich fand die Auflösung nicht so geil. Aber ja, wenn ihr davon nichts gehört habt, dann solltet ihr euch das angucken. Hier geht es um Seelenverwandtschaft und was das mit Menschen anstellen kann. Und ja, also ich fand es sehr gut. Ich fand auch die Unterhaltung, die hier drin geführt wurden, super lustig. Penny, die Protagonistin, ist super witzig. Die hat immer einen tollen Spruch auf der Zunge und auf der Zunge, auf den Lippen, keine Ahnung. Also die mochte ich super gerne und ja, guckt euch das mal an. Nummer 6. What doesn't kill you makes you stronger. Was dich nicht tötet, macht dich stärker. A book you are a better person for having read. Also ein Buch, das dich zu einer besseren Person gemacht hat. Hier muss ich wieder sagen, I don't know, ich lese Jugendliteratur oder halt ein bisschen erwachsene Literatur, aber es geht halt oft um Liebe oder Fantasy oder keine Ahnung was. Und deswegen habe ich mich für Vollendung in Liebe von Don Miguel Ruiz entschieden. Das ist das Selbsthilfebuch, das ich für die Bucketlist lesen sollte im Januar. Und obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass es mir geholfen hat, hat es mich doch in vielen Punkten bestärkt. Und in vielen Punkten meiner Meinung hat er dasselbe gesagt. Ich weiß, dass das jetzt nicht ausschlaggebend ist, weil jeder so seine eigene Meinung haben. Aber ja, das hat mich nochmal gefestigt in dem, was ich denke und glaube. Und ja, deswegen denke ich, hat es mich zu einer besseren Person gemacht. Die nächste Frage ist Love is Blind. Liebe ist blind. A book with a disabled character or actual blind love. Also ein Buch mit einem disabled, wie heißt denn das? Also einem behinderten Charakter oder blinder Liebe. Da habe ich mich für Young Leeds, Die Gemeinschaft der Deutsche von Mary Lou entschieden, weil erstens hat Adelina, die Protagonistin, hier drin nur ein Auge, also ist sie halb blind. Und dann finde ich, dass, also Adelina bekommt im Laufe der Reihe 2 Love Interests. Und ich kann nicht verstehen, warum. Kann ich nicht verstehen. Ich hasse sie. Ich kann sie echt nicht leiden. Und ich kann nicht verstehen, wie immer wieder Leute auf sie reinfallen. Und dann gibt es hier drin noch Teren, der auch blind verliebt ist in eine Person aus diesem Buch. Für mich ist er eher besessen von ihr. Aber auch er sieht nur das Gute in ihr. Und ja, der ist auch eher blind vor Liebe. Deswegen habe ich mich für Young Elites entschieden. Nur noch 3 Fragen, Freunde. 8 ist Ignorance is Bliss, also Ignoranz ist ein Segen oder so. A book you know is bad but don't want to admit it or a book you don't want to read in case it's bad. Also ein Buch, von dem du weißt, dass es schlecht ist, aber was du nicht eingestehen möchtest oder ein Buch, was du nicht lesen möchtest, weil du Angst hast, dass es schlecht ist. Ich finde nicht, dass dieses Buch schlecht ist. Ich habe mich für Morgen liebe ich dich für immer von Jennifer L. Armentrout entschieden. Also ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich fand es sehr gut, es hat 4 Sterne bekommen, ich mochte die Charaktere total gerne. Und ich finde wirklich nicht, dass es schlecht ist. Aber es hat sehr viele negative Kritiken. Ich glaube, das hat auf Goodreads auch nur so 3 Sterne oder so. Vielleicht lüge ich aber auch. Das Ding ist halt nur, dass alles, was ich bisher davon gehört habe, negativ war. Und das ist traurig, weil ich es sehr mag. Und deswegen gebe ich nicht zu, dass es schlecht ist. So, ich glaube, Nele. Vorletzte Frage ist, there is no time like the present. Es gibt keine andere Zeit als das hier und jetzt. Your favorite contemporary book, also dein Lieblings-Contemporary. Jetzt hätte ich eigentlich, wenn du mich küsst, dreht die Welt sich langsamer hochhalten müssen von Jessica A. Rydmerski heißt die Frau, mein Gott. Oder halt Driven von Kay Bromberg. Aber Nele. Nein. Lass es bitte sein. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt mal was anderes und deswegen habe ich mich für Stay With Me von Jay Lynn, also von Jennifer L. Armentrout entschieden,
Weil das... Nele, nein! Weil das mein Lieblingsband aus der Wait For You-Reihe ist. Ich fand die ja generell sehr gut, aber das ist halt mein Favorite. Ich fand die Beziehung zwischen Keller und Jax super süß. Ich liebe Jax, der ist so toll. Und er sieht aus wie Theo James. Freunde, was will man mehr? Gar nichts. Er ist toll. Und ich fand es gut, dass es hier relativ wenig Drama oder Streitpunkte gab. Und ich dachte früher immer, das könnte langweilig werden, aber es ist nicht langweilig. Das ist wunderschön. Deswegen das auf jeden Fall. So, und die letzte Frage ist, better safe than sorry, also lieber sicher als sich zu entschuldigen. A book you don't want to read in case it's bad or vice versa. Also ein Buch, das du nicht lesen möchtest, weil es vielleicht schlecht ist oder andersrum. Hier habe ich mich für Nevernight von Jay Kristoff entschieden, weil ich einfach nur Positives hiervon gehört habe. Und es ist aber so dick. Es hat 700 Seiten. Das ist sehr dick. Und ich habe halt Angst, dass es schlecht ist oder dass es mir nicht gefällt und dass ich mich dann durch 700 Seiten quälen muss, weil das fände ich irgendwie blöd. Ja. Und das waren alle Fragen dieses Tags. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!